Ei Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von unserer Interpretation vom Legend of the Five Rings Regelwerk Emerald Empires, die Smaragdkönigreiche. Heute zum zweiten Teil des ersten Kapitels zum Thema weitere Gebirge. Das Rückgrat der Weltgebirge. Abgesehen von einer Handvoll Pässen gibt es keinen einfachen Weg, das Rückgrat der Weltgebirge zu überqueren. In der Tat ist das Reisen durch diese Berge so schwierig, dass wenige Pässe, die über die Berge führen, von größter strategischer Bedeutung sind. Einige Reisende riskieren, diese Berge abseits der Wege zu überqueren, und wenige Entdecker sind durch die unerforschten Gebiete im Herzen dieser beeindruckenden Bergkette gereist. Das Rückgrat der Welt verläuft auf einem zerklüfteten Pfad durch das Reich, vom nordwestlichen Einhorn-Territorium zur südöstlichen Küste. Die hohen, schroffen Gipfel des Rückgrats der Welt sind das ganze Jahr über mit Eis und Schnee bedeckt und zeigen wenig Vegetation, außer den gelegentlichen Flechten und Moosen, die irgendwie am nackten Fels hängen. Unter der Schneelinie wachsen zähe und überraschend widerstandsfähige Nadelbüsche, überall dort, wo kleine Flecken Erde verfügbar sind. Etwas tiefer gelegen beginnen Grüppchen von Bäumen zu wachsen, die sich kaum zusammenkauern können, wie zum Schutz gegen Wind und Regen, und die starken Wurzeln tief in den Boden graben. In diesen Bereichen ist der Boden eine Mischung aus zerklüftetem Gestein und schwarzer Erde, fruchtbar genug, um zuzulassen, dass verschiedene Arten von Vegetation gedeihen, aber gefährlich genug, um jeden Reisenden davon abzuhalten, hier hindurch zu klettern. Am Fuß des Rückgrats der Welt liegen Hügel, die die felsigen Gipfel von den umliegenden Ebenen und Tälern trennen. Wie die Berge selbst variieren diese Hügel in ihrer Flora und Fauna, von einer Region von Rokugan zur nächsten, aber sie bieten im Allgemeinen eine viel reichhaltigere Mischung an Leben als die düsteren hohen Bergspitzen. Aufgrund der enormen Entfernung, die das Rückgrat der Welt abdeckt, repräsentiert diese Bergkette unterschiedliche Aspekte für die Menschen von Rokugan. Im Nordwesten sind die Hügel, die den Fuß der Kette bilden, so nackt wie die großen, gezackten, eisbedeckten Türme, die in den Wolken verschwinden. In diesem Teil des Smaragdreiches, am äußersten Rand der Einhornlande, ist das Rückgrat der Welt extrem gefährlich und nur die sehr mutigen oder sehr tollkühnen wagen eine Reise hindurch. In dieser Region durchquert auch einer der großen Pässe die Berge, der Iuchi-Pass. Tief in den Einhornlanden ist einer der wenigen Routen, die eine relativ sichere Reise durch das Rückgrat der Welt zulässt. Die Einhörner profitieren stark von dem Handel, der durch diesen Pass läuft. In der Nähe, wo die Einhornländer auf die Länder des Löwen treffen, befindet sich der Saikitsu-Pass. Bis zum 12. Jahrhundert war dies nur ein Nebenpass, aber nach der Zerstörung der beiden Pässe während dem Krieg der Seelen, dem Zeitalter der vier Winde im 12. Jahrhundert, wurde das göttliche Mandat der Sonne erweitert und der Pass zum wichtigsten Handels- und Reiseweg durch das Rückgrat der Welt. Der Pass verbindet die östlichen Rande des Einhornlandes mit dem nördlichen Rand der Skorpiongebiete. Und die Frage, welcher Clan das Recht hat, den Pass zu besteuern und zu kontrollieren, ist oft umstritten. Einer der höchsten Punkte im gesamten Gebiet ist der Berg der Sieben Donner, der am Rand der Löwenländereien im Herzen von Rokugan liegt. Der Ikoma-Palast befindet sich nahe des Fußes dieser beeindruckend hohen Berges. Während der Berg der Sieben Donner extrem hoch, gezackt und felsig ist, sind die Berge in dieser Region des Rückgrats der Welt
insgesamt sanfter als im Nordwesten. Obwohl die höchsten Gipfel immer noch meist kahler Fels sind und von Eis und Schnee bedeckt, gibt es auf der mittleren und unteren Ebene Bäume und Pflanzen. Die Flanken der Berge sind immer grün und mit Leben erfüllt. Südlich des Berges der Sieben Donner liegt der Baidenpass, der andere Hauptdurchweg durch das Rückgrat der Welt. Seit über 1000 Jahren waren die Baiden bei der Baidenpass der Hauptweg durch diese Bergkette und verband die Ländereien des Löwen mit denen des Skorpions. Als solcher war der Pass ein ständiger Mittelpunkt des Handels als auch des militärischen Konflikts, wobei mehr als ein paar Kriege um seine Kontrolle geführt wurden. Während des 12. Jahrhunderts wurde der Pass von Shugenja des Kaisers Toturi I. auf dem Höhepunkt des Konflikts, bekannt als dem Krieg der Seelen, zerstört. Danach verlagerten sich die meisten Reisen durch das Rückgrat der Welt zum Saikitsu-Pass, obwohl einige kleinere Reisen noch durch ein Netzwerk von kleineren Pässen möglich war, die als die Schatten von Baiden bekannt sind. Während das Rückgrat der Welt sich weiter nach Südosten erstreckt, trifft es schließlich auf die wärmere Gefilde der Kranichgebiete. In dieser Region bilden die Berge eine massive Mauer, die die Felder des Festlandes vom Meer trennen. Obwohl die Spitzen dieser Gipfel noch immer von Schnee bedeckt sind, wächst in diesem Teil der Welt, der von häufigen Regenfällen genährt wird, die Vegetation an den unteren Hängen üppig. Im äußersten Süden endet die Gebirgskette abrupt und schneidet geradezu in das Meer hinein. In dieser Region umgeben tiefe Wälder und tückische Schwemmlande die Berge. Das Zwielichtgebirge. Kleiner als das mächtige Rückgrat der Welt, bedecken die Berge der Yugure-Reihe und ihre Ausläufer, die Mauer über dem Ozean, einen beträchtlichen Teil der Krabbenländer. Diese Gebirgskette dominiert das Gebiet und bildet eine natürliche Barriere, die das Smaragdreich von den gnadenlosen Mächten der Schattenlande trennt und gegen die Schergen von Fuleng schützt. Hunderte von Jahren nutzte der Krabbenclan das Zwielichtgebirge, um seine hartnäckige Verteidigung des Smaragdreiches zu stärken. Selbst nach dem Bau der berühmten Kaiu-Mauer spielen die Berge weiterhin eine wichtige Rolle bei der Sicherheit und dem Wohlergehen von Rokugan. Die rauen und felsigen Zwielichtberge sind nicht so hoch wie die anderen beiden großen Bergketten von Rokugan. Aber dafür sind sie extrem dicht. Die Reihe besteht aus unzähligen, gefurchten Spitzen, von denen eine direkt in die nächste übergeht. Während der Wintermonate sind sie mit Eis und Schnee bedeckt und während des Sommers sind ihre Gipfel kahl und zeigen nur festen Fels. An den Berghängen ist das Gelände nicht weniger schroff und Bäume und Sträucher wachsen nur vereinzelt. Meist in den Tälern und an den Ufern des Flusses letzter Stand. Der Fluss durchquert das Zwielichtgebirge und bildet über weite Strecken eine weitere natürliche Grenze zwischen dem Smaragdreich und den Schattenlanden. Die Reise durch diese Berge ist eine höchst gefährliche Angelegenheit. In vielen Gebieten ist das Gelände unsicher und das Risiko von Erdrutschen ist extrem hoch. Abgesehen von einer Handvoll enger Pässe muss jeder, der diese Berge überquert, enge Spalten passieren und tiefe Abgründe überwinden. Eine Vielzahl von natürlichen Raubtieren haben das Zwielichtgebirge zu ihrer Heimat gemacht und der südlichste Teil der Bergkette wird auch von Kreaturen aus den verdorbenen Ländern heimgesucht. Diese Region wird von der Verderbnis beeinflusst. Sie verunstaltet und verändert die Natur und ihr Aussehen. Der Krabbenclan setzt ausgefeilte Verteidigungsanlagen ein, einschließlich Fallen und aggressiver Spätrupps, um die Bedrohung zu kontrollieren.
Nach dem 8. Jahrhundert ist der wahre Schlüssel zu allen Krabbenverteidigungen jedoch die stärkste Struktur, die jemals von Menschen gebaut wurde, die Kaiju-Mauer, die 100 Fuß hoch ist und fast die gesamte Länge der Grenzen zu den Schattenlanden markiert. Die Zimmermannsmauer befindet sich am nördlichen Ufer des Flusses Letzter Stand und ihre hohen Mauern lassen die dahinter aufragenden Zwielichtberge noch prächtiger und undurchdringlicher erscheinen. Wie bereits erwähnt, gibt es eine Reihe von Pässen durch das Zwielichtgebirge und die meisten dieser Wege sind entweder schwer bewacht oder mit Fallen präpariert. Alle, die sie, aus welchem Grund auch immer, bereisen müssen, würden gut daran tun, sich bei den Krabbenbehörden zu melden. Der größte und zweifellos sicherste Durchgang durch das Zwielichtgebirge ist der Kaiju-Roka oder Zimmermannspass. Der Pass liegt ungefähr in der Mitte der Bergkette und ist der einfachste Weg, Truppen von und zu der Grenze zu den Schattenlanden zu bewegen. Daher wird er seit Jahrhunderten von der Krabbe genutzt. Der sicherste Teil des Zwielichtgebirges ist das Gebiet nordöstlich der Grenze zu den Schattenlanden, besonders die Ausläufer, die als Mauer über dem Ozean bekannt sind. Trotz der vielen Gefahren in diesen Bergen beherbergen sie eine überraschend große Anzahl von Teeplantagen. Ein großer Teil von Rokugans Teelieferung stammt aus diesem Gebiet, dem einzigen Teil des mächtigen Zwielichtsgebirges, das als zivilisiert gilt. Außerdem ist das Vorland dieser Berge reich an Eisenvorkommen und die Minen des Krabbenclans sind für ihn eine wichtige Quelle für Reichtum und Ressourcen. Imperiale Geschichte: Der furchtbare Tod von Hida Amoro. Während der Zeit, die als Clankrieg im 12. Jahrhundert bekannt ist, verletzte der Krabbenclan seine Pflicht zum ersten und zum einzigen Mal und verbündete sich mit den Kräften der Schattenlande. Der Herr der Krabbe, Hida Kisada, glaubte fälschlicherweise, er könnte die Kräfte der Schattenlande nutzen, um den Thron zu erobern und dann die Kräfte eines vereinten Kaiserreiches nutzen, um die Schattenlande für immer zu vernichten. Er erfuhr später aus erster Hand, wie groß sein Fehler war. Aber in der Zwischenzeit kämpften Krabbentruppen eng neben denen von Fuleng. Einer von Kisadas tödlichsten Soldaten in diesem Krieg war ein legendärer Berserker namens Hida Amoro. Ein Mann, dessen Fähigkeit zur Raserei unendlich schien und dessen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld für die Feinde des Krabbenclans verheerend waren. Unglücklicherweise war Amoro fast so tödlich für eine andere Krabbe wie für die Feinde des Clans. Im Griff seiner Kampfeswut konnte er alle in seiner Nähe niederschlagen. Kisada wollte sich nach einer Schlacht von Amoro abwenden, nachdem der Berserker über 100 Krabbensoldaten tötete. Aber Kuniyori, der Daimyo der Kuni-Familie, schlug eine Lösung vor. Yori hatte bereits ein Bündnis mit den Schattenlanden aufgebaut und spürte schon den Einfluss der Verderbnis in seinen Gedanken. Mit einem schrecklichen Mao-Ritual schuf er eine Legion untoter Soldaten, die neben Amoro kämpfen sollten und die von Amoros wütender Gewalt nicht getötet werden konnten. Er stellte Amoro auch ein Amulett zur Verfügung, mit dem er die Untoten kontrollieren konnte. Mit seinem neuen Günstling an der Seite wurde Hida Amoro für die Feinde des Krabbenclans noch mehr zum Schrecken und zog mit seinen untoten Truppen an der Seite in den Kampf. Dieses dunkle Geschäft sollte jedoch auch sein Verderbnis werden. Ein paar Monate später griffen Krabbenkräfte den Drachenclan am Beidenpass an. Eine Truppe von tätowierten Togashi-Mönchen stoppte Amoros Untotenlegion. In seiner Frustration zerquetschte er unabsichtlich Kuniyoris Amulett.
Von der Kontrolle befreit, wandten sich die Hunderten von Zombies gegen Hideamoro und rissen ihn in Stücke. Die große Mauer im Norden. Ähnlich wie das Zwielichtgebirge eine natürliche Barriere bildet, die hilft, das Smaragdreich von den Schattenlanden zu trennen, trennt die Kyodai Nakabe Sano Kita Rokugan von den Gaijin-Ländern im Norden. Die große Mauer des Nordens ist so groß, dass nur sehr wenige im Kaiserreich wissen, was dahinter liegt. Die große Mauer des Nordens ist wohl die eindrucksvollste Bergkette in ganz Rokugan, deren höchste Gipfel, die das Rückgrat der Welt noch übersteigen. Die Gipfel der großen Mauer sind das ganze Jahr über mit einer dicken Eisdecke bedeckt. Tatsächlich sind viele der Berge so hoch, dass sogar ihre Ausläufer 8 bis 9 Monate im Jahr von Schnee bedeckt sind. Die große Mauer ist nicht so zerklüftet wie das Zwielichtgebirge oder das Rückgrat der Welt, und ihre sanft rollenden Gipfel scheinen sich nebeneinander zu fügen und bilden ein einheitliches Ganzes, so dass sowohl wundersam anzusehen als auch gefährlich zu erkunden ist. Zwischen diesen großen nördlichen Bergen befinden sich viele tiefe und isolierte Täler, oft mit Seen oder Gebirgsbächen, die im Sommer von den oberen Gipfeln gespeist werden. Die steinigen Gipfel der großen Mauer im Norden sind ohne Leben, was angesichts ihrer eisigen Bedingungen nicht ganz überraschend ist. In tiefen Lagen sind die Berge jedoch lebendig. Kiefern, Fichten und Zypressenwälder verwandeln das ganze Jahr über die unteren Hänge der großen Mauer in einen dunkelgrünen Schatten. Auf der Südseite des Verteidigungsgebietes gibt es in niederen Lagen reichlich Eichen und Ahorn, die in den kleinen, kälteren Höhen nicht überleben können. Die Kombination von dichten Wäldern und zahlreichen Bächen und Seen macht die Berge zu einem beliebten Zuhause für viele Tierarten. Mehr als jede andere Bergkette in Rokugan ist die große Mauer des Nordens Heimat einer unglaublichen Vielfalt an Tieren, einschließlich des häufig anzutreffenden Braun- oder Schwarzbären, Pumas, Dachses oder der Bergziegen. Nur wenige Samurai haben sich jemals nördlich dieser Bergkette gewagt, aber Mitglieder des Einhorn- und Skorpionsclans sagen, dass diese Länder große Wüsten und öde, offene Steppen beherbergen. In Rokugan wird dieser Ort mit dem allgemeinen Namen brennende Sande beschrieben, obwohl nicht alles Wüste ist. Die verbreiteten Geschichten erzählen, dass mächtige Barbaren, die große Pferde reiten, jenseits der Berge im Nordwesten leben und einander in ihre Nachbarn ohne Gnade abschlachten und plündern. Sowohl der Drachenclan als auch der Phönixclan halten an ihren gebirgigen nördlichen Grenzen eine ständige Wache, um sicherzustellen, dass keine tobenden Barbarenhorden in Rokugan eindringen. Die natürlichen Gefahren machen auch die große Mauer des Nordens extrem gefährlich. Die schwere Schneedecke macht Lawinen zu einer ständigen Bedrohung und das reiche Tierleben umfasst zahlreiche tödliche Raubtiere. Die Bauern bewundern im Allgemeinen die große Mauer des Nordens aus der Ferne und sind dankbar, dass sie sich ihr nicht nähern müssen. Die Samurai des Clans betrachten die Berge lediglich als Nordgrenze zu ihrem Reich. Drachen und im geringen Maße Phönix-Samurai kennen die Berge jedoch ziemlich gut. Es wird manchmal sogar gemunkelt, dass der Phönix-Clan mit einem Stamm der nördlichen Barbaren, der sogenannten Yobanji, Handel treibt. Während die späten 12. Jahrhunderts zwangen turbulente Ereignisse das gesamte Reich dazu, sich der großen Mauer und den Völkern, die dahinter leben, bewusst zu werden. Es gibt nur wenig wirklich unerforschte Orte entlang der großen Mauer des Nordens. Nur eine Handvoll dieser Orte sind weithin bekannt, aber der seltsamste und berüchtigste ist ohne Zweifel Hinanbasho, Sano Mitsumi Shimai, die Zuflucht der drei Schwestern. Hoch in den Bergen in der Nähe des Drachenterritoriums ist dieser Ort einer der seltensten dem Mond gewidmeten Schreine.
Der Mond ist eine Gottheit, die die Rokugani zwar verehren, aber auch im Unbehagen betrachten. Um diesen abgelegenen Ort zu erreichen, müssen Reisende einen Weg finden, den Aufstieg des Mondes genannt wird. Es ist der einzige Weg, der zum Schrein führt, und schon die Suche nach diesem mystischen Pfad kann eine Prüfung für sich sein. Das Heiligtum selbst wird von den drei Schwestern, die dem Ort seinen Namen geben, geführt. Und nach allen Berichten sind die drei Frauen seit Menschengedenken dieselben geblieben, was darauf hindeutet, dass es sich um Geister oder andere Kami handeln könnte. Angeblich können sie jede Frage wahrheitsgemäß beantworten, aber der Untergang trifft unvermeidlich diejenigen, die fragen. Soweit zu der jetzigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Spaß dran gehabt hast, lass uns einen Daumen nach oben da. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss, bis dann.